So, ich habe nun gerade gesehen, wo die letzten Spuren alle waren. Und ich zeige euch mal kurz auch auf der Karte, ungefähr hier in dem Bereich. Also es gibt einmal hier, hier und da, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ungefähr. Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Spuren, alle drei verschiedenen Spuren. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild, die Schneelande der Krone. Und wir gehen jetzt zu Zania, um Bericht zu erstatten. Oh, süß. Hi, Zania. Na, wie läuft die Jagd nach Anhaltspunkten, Maike? Bricht der Schatten. Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Felsenhöhlen-Pokémon gefunden. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Wiesen-Pokémon gefunden. Klasse! Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon angetrieben. Klasse! Du hast... Klasse! Du hast... Ja, will ich nicht lesen. Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich diese Pokémon aufhalten. Ich muss bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor eingeben und... Die Suche nach Lebenszeichen läuft. Aha, das Habitat der gesuchten Pokémon ist also hier. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich am Schollenmeer. Das Felsenhöhlen-Pokémon befindet sich in der Ballseehöhle. Das Wesen-Pokémon befindet sich am Bett der Giganten. Wie es aussieht, könnte unsere Suche nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück, Michael. Was? Aber das sind doch jetzt Orte hier in... Gibt den C-Bereich. Bett des Giganten? Ballseehöhle? Warte, hier ist Bett des Giganten und hier ist auch Bett des Giganten. Ballseeufer? Aber warte, wo hat sie gesagt überall? Stimmen. Schollenmeer? Ballseehöhle? Bett des Giganten? Schollenmeer? Wahrscheinlich rechts, oder? Ja. Okay. Dann fliege ich mal zum... Oh, ich kann das hier nicht benutzen. Bis im Haus. Das wäre ja unlogisch. Okay. Ich habe nämlich Zapdos schon gesehen und Lavados auch ein bisschen in den DLC, in den DLC-Bereich und im Hauptbereich. Da weiß ich gerade nicht, was ihr meint. Da habe ich Arctos gehört, ne? Also, wo bin ich jetzt? Ich bin dann bei Regirock. Ja, ich bin bei Regirock. Gibt es noch was anderes? Meint ihr, ich bin gerade sehr verwirrt. Zoom mal raus, bitte. Dann sehe ich ein bisschen mehr. Das ist sehr toll, wenn ich viel sehen kann. Dann ist ein Strahl, ja, aber der juckt mich gerade weniger. Geh radelig mal in die Richtung mittleres Bett. Ungefähr. Hier sind noch ein paar unsichtbare Items. Es gibt immer ganz viele unsichtbare Items. Aber ich bin voll verwirrt. Was geht gerade Arctos? Also hier soll es einen Pokémon geben? Aber wo hier? Oder sagt Zania das jetzt nur für Arctos Stellen, wo Arctos manchmal auftaucht und in den anderen Zonen, in anderen Naturzonen gibt es auch nochmal die Dinger zu sammeln dreimal. Bitte nicht. Ja, aber ich bin gerade überfragt. Ihr seht, alles ist vollkommen normal. Es gibt hier kein Arctos weit und breit. Ich habe zwar letztens auch in der Anfang der Folge wahrscheinlich reingeschnitten, da habe ich den Arctos gefunden, aber wirklich was machen konnte ich nicht. Sie ist sofort wieder weggeflohen. Ich bin sehr verwirrt. Dann fliege ich mal woanders lang. Wo war das noch? Hier in der Ballseehöhle, ne? Geh ich mal in die Ballseehöhle? Ja, Arctos, ich weiß, du existierst. Was ist das denn für ein Geräusch?
Bitte rauszoomen, damit ich schön viel von der Umgebung sehe. Also hier in der Ballseehöhle soll es noch. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn? Irgendwie kriege ich ja das Gefühl, dass ich. What? What? Wait, wait, wait. What? Meint es an ihr das? Was macht Terrakium hier? Ist das hier damit gemeint? Terrakium! Ja, jetzt hab ich's gekillt. War das schlecht? War das mit Sania jetzt nur für die drei? Warte, Terrakium kommt doch wieder zurück, oder? Oder? Warte, gibt's dann auch Keldeo? Das sind zu viele Sachen, zu viele Fragen auf einmal. Ich guck mal. Respawnt das, wenn ich jetzt so mache? Aber eigentlich ist es ja genauso wie mit anderen Legis, oder nicht? Alle Legis gefühlt im DLC. Wenn sie besiegt werden, kommen sie trotzdem wieder. Ja, ist auch so. Hier haltet sich Terrakium auf. Ich wollte eigentlich die Vögel fangen. Dann fange ich halt die drei zuerst und dann die Vögel. Ich bin verwirrt. Das sind zu viele Legis auf einmal. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Ich bin mit allem sehr effektiv. Ist nicht gut. Lasho King? Komm, Lasho King darf auch mal angreifen, würde ich sagen. Das Ding ist Stahl, oder? Ist das Ding nicht Stahl? Hab's vergessen. Schauderspruch kann ich einsetzen. Nahkampf. Oh oh. Ah, okay, nice, ich tank das. Ja gut, dann fangen wir die drei einfach. Habe jetzt noch nicht den ersten gesehen, aber wahrscheinlich. Als ob ich wieder One-Hit mache. Ach, come on. Dann machen wir erst in der nächsten Folge die Vögel. In dieser Folge die drei. Ich bin verwirrt. Ich kann das Ding auch gar nicht schwächen. Vielleicht mit einem anderen Pokémon hinten im Schlepptau. Vielleicht Pikachu. Ich weiß ja nicht. Aber die scheinen sich alle drei an einer bestimmten Stelle immer aufzuhalten. Das hier zum Beispiel hier, in der Ecke. Das hier ist ja jetzt nicht schwer versteckt. Ich habe aber schon die Ahnung, es ist so geahnt, dass es vielleicht um andere Pokémon geht. Aber die habe ich jetzt nicht erwartet. Die drei. Ich habe eigentlich andere Pokémon erwartet, aber. Okay. Dann ist das halt so. Oh, scheiße. Habe ich schon gedacht, dass das passiert. Oh, fuck. Pika! Schockiert, ne? Schlammwoge kann ich mal versuchen. Das Ding ist, Pikachu selbst ist halt einfach kein allzu gutes Pokémon im Endgame. Man kann sie auch leider nicht entwickeln. Die sind locked, die kann man nicht entwickeln. Okay, das macht schon mal Damage. Ich kann es in diesem Raid schon mal fangen. Schmeiß mal lieber einen Überball einfach nur. Kann schon reichen. Schon? Eins? Okay, es wackelt schon mal. Das ist ein gutes Zeugchen. Ja, yeah. Es ist mir auch egal, wie lange die Folge wird. Wir werden alle drei sammeln. Das ist jetzt mein Ziel. Ja? Okay, zweimal diesmal. Wir verbessern uns. Sanktoklinge. Oder Sanktor, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher Sanktor. Schon, bleib drin. Eins. Zwei.
Nein. Ja, RIP. Ich gehe gleich noch Game Over, ey. Nein, das kann doch nicht passieren. Aber ich werde bestimmt noch ein bisschen auf Twitch streamen, wie... Oder auf YouTube streamen? Ja, auf Twitch vielleicht. Mal schauen, wie ich das mache. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen... Shiny Hunt ein paar Legis. In dem Adventure. Das wir in der allerersten Folge von diesem DLC gesehen haben. Dieses Adventure da. Komm schon, Terrakium! Ich hab dich zwar schon... Aber zweites Mal war auch nicht schlecht. Scheiße, dreimal, aber... Das kriegt man ja in Omega Rubin, Alpha Saphir. Das Ding. Deshalb habe ich das schon. Als ob sie instant jetzt rausfeed. Bitte bleib einfach im Ball. Ich gehe gleich Game Over. Ach komm. Oh oh, Schwertanz. Scheiße. Ja, komm. Hol erstmal die richtigen Pokémon ins Team und dann versuchen wir es nochmal. Das macht keinen Sinn. Neuer Versuch. Diesmal fange ich mit. Neuer Versuch. Diesmal. No, Mann! Kurze Info für die, die es nicht wissen. Mit dem Zügel des Bundes könnt ihr einfach auf Dings gehen. Auf euer Chronospa. Und dann könnt ihr es trennen, damit es einzeln habt. So, und jetzt versuche ich es nochmal. Diesmal mit ein paar anderen Pokémon, ihr habt schon gesehen welche. Und Terrakium. Bin ready. Muss dich fangen. Oh Gott, ich muss so viele Legis noch fangen insgesamt. So, oh, ich bin sehr effektiv. Aber ich mach doch nicht, ich mach doch locker nicht One-Hit, oder? Also Bisaflor ist schon stark, aber... Ja, ich dachte es schon. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn so stark wäre. Okay. Gute Voraussetzungen für einen guten Catch. Eins? Nein. Noch nicht. Erst will er mich verprügeln, aber das finde ich nicht okay. Ich, Bisaflor, bin großer Tank. Ich krieg das hin. Ja. Wir haben so ein bisschen ähnliche Körperstruktur. Nur, dass ich halt eine Palme auf dem Rücken habe und du nicht. Ja, ja, mach ruhig deinen Schwerttanz. Juckt mich überhaupt nicht. Ich mach jetzt Slam auf dich. Du kannst dich ja nicht heilen. Das ist das Gute. Was? Wie er darf anfangen? Wie er darf anfangen? Wow. Wow, 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 wow. It's your time. So. Wow, 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 wow. Kehrtwende. Bam. Nice. So, Krone, wenn Krone hält das aus. Ja, ich weiß, du hast zwei Fähigkeiten. Oh, die Klappe. So, Hyperball. Jetzt sind sehr gute Chancen. Eins. Zwei. Drei. Schade. Schade. Leider noch nicht. Kann man die Shiny handeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind Shiny locked. Sind die Shiny Locked? Ja, die wirken auf mich Shiny Locked, um ehrlich zu sein. Genauso wie die Vögel. Die Vögel sind auch sehr sicher Shiny Locked. Aber die Regis, soweit ich weiß, sind nicht Shiny Locked. Also Shiny Locked heißt halt einfach, dass man in die Shiny bekommen kann. Die kann man ja sowieso. Kann man die nicht sowieso in Ultrasonne, Ultramond bekommen? In den Wurmlöchern? Ziemlich sicher, die kann man da auch bekommen. Da auch Shiny Hunten. Nur hier nicht, weil, ja. Ja. Yes! Yes! Terrakium ist mein!
Eins der drei haben wir damit schon mal gefangen. Das ist auch gut so. Nun müssen wir aber die anderen beiden noch finden. Und es wird nicht gerade einfach. Dieser Fall hat erstmal Durst. Corona hat auch ein bisschen Durst hier. Pikachu muss komplett wiederbelebt werden. Mit dem Elektroschock, den er sich selbst gibt. So, nice. Okay. Dann gibt es jetzt nur noch Bett des Giganten. Also wahrscheinlich ungefähr da. Und hier im Schollenmeer was. Welcher der beiden sind wo? Ich vermute mal an einem besonderen Ort in der Ecke oder so. Hier zum Beispiel einfach random. Ja, wohl wahrscheinlich eher im Gras. Nein, warte, die Pokémon tauchen einfach so auf. Ja, dann vielleicht doch nicht im Gras. Wo ist nochmal das Bett des Giganten? Hä? Nee. Oh, ich dachte gerade, das ich dachte, das wäre Arktos über mir. Soll vielleicht mal raus und dann sehe ich ein bisschen mehr. Ich habe Arktos gehört. Ich weiß aber nicht wo. Mhm, mhm. Ich dachte auch eigentlich hier. Vielleicht dort bei der Insel? Hier an der Insel könnte ich es mir gut vorstellen. Ist ein guter Spot hier. Nein? Habe ich einen TM? Eine TP, meine ich. Jetzt nimm sie ruhig. Darf sie gerne nehmen. Nur keine Scheu. Du darfst. Zugabe! Nein, bitte keine Zugabe von der gerade. In der Schoße gerade. Okay, danke. Also hier ist es dann auch nicht. Wasser vermutlich immer auch nicht. Es gibt dann, wenn die drei es sind, dann wird es ja noch Viridium und Kobalium geben. Wahrscheinlich ist dann Kobalium in der Nähe vom Meer und Viridium hier im Bett des Giganten. Maybe? Possibly? I don't know. Oh, ist das etwa Terrakium, das Felsenhöhlen-Pokémon? Juhu, ich hab's die ganze Zeit über gewusst. Meine Hypothese war richtig. Verzeihung, da haben mich meine Gefühle ein wenig übermannt. Hier, die Belohnung dafür, dass du mir das legendäre Pokémon gezeigt hast. Wow. Trash. Die anderen zwei Pokémon müssen sich ganz sicher auch hier irgendwo aufhalten. Hab's gefunden. Hier und dort unten ist der Friedhof. Hier befindet sich Viridium. So, du stehst als nächstes auf meiner Liste. Ich habe mir schon gedacht, dass hier Viridium ist. Okay, es ist Typ Pflanze, also sollte ich nicht viel Damage machen. Aber Kobalium ist doch nicht Typ Wasser. Oh, ich mach trotzdem viel Damage. Mehr als beim anderen. Mehr als bei Terrakium meinst du als erstes. Das ist das zweite. Viridium! Okay, nochmal trau mich nicht. Ich fang schon mal an zu werfen. Ich werf und werf. Und ich werf. Und werf. Und ich treffe leider nicht. Ich muss nochmal werfen. Ja, ich werf meine Bälle. Ich werf und werf und werf. Eins. Okay, einmal schon mal. Wir müssen ganz viele Legis fangen. Das ist halt nun mal so. Passiert. So, ich weiß auch gar nicht, wie ich das schneiden werde, aber ihr habt sicherlich schon gesehen, dass mir ein paar Bälle fehlen. Verteidigung sinkt die ganze Zeit, das ist das Problem. Ich kann es halt wirklich nicht mal angreifen. Sonst KO ich es. Eins. Zwei.
Okay, es macht sich selbst runter. Basically. Also was ich sagen wollte. Ich habe schon Galaactos gefangen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Ob ich das schon gezeigt habe oder nicht. Hier, ich habe schon Galaactos gefangen. Weiß nicht, ob ich das in dieser Folge oder in der nächsten Folge zeige. Muss mal überlegen, ob ich zwei verschiedene Folgen mache mit den drei Musketieren. Und halt den drei Vögeln. Wieder nur zweimal. Ja, Pikachu hat keine Verteidigung. Das Ding kann nichts. Ich will Raichu. Das kann was. Mann, Pikachu ist auch nicht so scheiße. Aber, ja, nee, ich halte es immer noch nicht so gut. Ein Teller macht keinen Sinn. Arctos macht Sinn, aber ich will doch nicht spoilern, weil ich glaube, Arctos nehme ich dann für eine andere Folge. Jetzt habe ich ja sowieso schon gezeigt, dass ich Arctos habe. Und ich dann sowieso erst eine andere Folge reintun werde, wahrscheinlich. Jetzt bleibt doch drin, Mann! You are getting on my nerves. And I do not like that. Yes! Woo! Viridum gefangen! Da hört's mal nicht auf mich. Super! Blasche kriegen hast du dir voll und redlich verdient. Oh yeah, und da haben wir Wiesen-Pokémon Viridium. Nochmal kurz ins Ort zeigen. Hier an dieser Stelle, ihr seht, dort hinten ist der Friedhof. Und wenn ich jetzt hier nach oben fahren würde, seht ihr ungefähr, wo ich bin. Da hinten sieht man schon weiß und alles, Schnee. Ja. Mal ganz im Ernst. War doch irgendwie klar, dass er hier ist, oder? So, Kobalium. Nun auch du. Guck ihn dir an. Das ist ziemlich cool. So, Blütenwirbel. Wie viel macht das? Aber der ist doch nicht Wasser. Oder? Ist er Wasser? Nein, ist er nicht. Sonst wäre das jetzt nicht sehr effektiv. So. Ah, verliert auch Verteidigung. Ich mache immer mehr Damage. Ja komm, einmal mache ich aber noch. Einmal sollte noch passen, vielleicht noch zweimal. Wir werden sehen. Also Viridium und Kobalium, Terrakium meine ich. Die beiden waren insgesamt jetzt nicht so schwer. So, einmal traue ich mir noch, einmal traue ich mir noch. Bin heute im richtigen Traummodus. Vor allem aber den Schwerttanz. Also das, macht das nur Angriff hoch oder Verteidigung nur Angriff? Nice! Nice! Hat sich gelohnt. Und jetzt Hyperbälle werfen! Wie es nicht mehr anders geht! Eins! Okay, schon mal einmal. Überlegt sich in unsere Box zu verweilen. Ist ein bisschen zu kalt hier, oder? Kann ich verstehen. Komm in den Ball. Eins. Zwei. Okay, zwei. Ich spreche ihn an mit der Box. Schönes Pokémon-Resort, ne? Ja, da will er hin, da will er hin. Ins Pokémon-Resort, wenn er in der Box ist. Aber klar doch, mein Freund. Oh, vielleicht überlegt er sich anders. Die ganze Erinnerung hier an seinem kühlen Eisort. Ein Talon tue ich mal rein. Ich werde sowieso nicht mal angreifen. Nur noch zum Resistant. Gut, ich hätte Dings Corona reintun können, aber ist auch egal. Oder Coronespa. Whatever. Ach, shit. Aua, das tat weh. Oh je, Mine. Bleib im Balle drehen. Einmal. So sieht das also wieder aus. Schreiner. Mal wieder. Aha. Verstehe. Nun also, mein Freund, du wirst
diesmal nicht entkommen. Du wirst diesmal in den Ball bleiben. Prediction. Ja, ich muss einfach die ganze Zeit Bälle werfen, so lange wie es geht. Und dann kann ich mich wieder in die Vögel widmen. Ich muss sowieso noch, Sanya die ganzen Legis zeigen. Warum macht er so viel Damage? Er macht viel mehr Damage als die anderen beiden. Mann, du sollst drin bleiben, nicht rausfliehen aus dem Ball. Ja, toll. Sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Ich hoffe, ich habe genug Bälle für die anderen. Yes! Kobalium! Bist du da auch gefangen? Damit haben wir alle drei von vier Musketieren. Kaido gibt es anscheinend nicht. Vielleicht kriegt man jetzt auch noch Kaido freigeschaltet, wenn man Sanya alle drei zeigt. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Denn ich fliege jetzt noch. Warte. Erstmal hier zapfen. So. Fliege jetzt noch schön zu Sanya nach Freestyle. Hallo kurz mein Team. Ist auch wichtig. Und dann gehen wir sie fragen. Ding, 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 ding. So. Kann man jetzt noch Keldeo bekommen oder nicht? Wir werden es jetzt herausfinden. Oh, ist das etwa Kobalium, das Eisenkern-Pokémon? Ja. Was ist die Belohnung dafür? Bisschen weniger Trash, aber trotzdem noch Trash. Oh, ist das etwa Viridium, das Wiesen-Pokémon? Das ist der Wahnsinn, wir haben es echt geschafft! Wer ist die beste Pokémon-Professorin in Gala? Sanya, Sanya, wuhu! Ups, erzähl meiner Oma bitte nicht, dass ich das gerade gesagt habe, okay? Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Hier, die Belohnung, das hast du dir redlich verdient. Ja, die Dinger kann ich benutzen, aber es ist jetzt nicht wirklich lohnenswert. Nur mit deiner Hilfe konnte ich nachweisen, dass ich mit meiner Hypothese goldrichtig lag. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Hättest du als Champ nicht schon allerhand zu tun, würde ich dich sofort als meine Assistentin einstellen. Es gibt übrigens eine alte Legende zu Kobalium, Terrakium und Viridium. Vor langer Zeit sollen sie sich mit einigen üblen Menschen einen erbitterten Kampf geliefert haben, um ihre Gefährten zu beschützen. Seitdem meiden sie wohl die Nähe zu den Menschen und leben in Abgeschiedenheit. Doch nun haben sie anscheinend eingewilligt, Teil deines Teams zu werden. Vielleicht bedeutet das ja, dass sie wieder einen Schritt auf uns Menschen zugehen? Hehe, der Gedanke stimmt einen froh, oder? So, jetzt wird's aber höchste Zeit für mich, nach Hause zu gehen. So eine Forschungsarbeit schreibt dich schließlich nicht von alleine. Pass auf dich auf, dass du dir, bei deinen Erkundungen keinen Schnupfen holst, Maike. Man sieht sich. Komm, Waldi, wir gehen jetzt nach Hause. Armes Tunnel. Bye bye. Alles okay, Tunnel? Tan. Der scheint auch andere Tunnels als Freund zu haben. Das ist doch gut. Und nein, es gibt kein Keldeo. Schade. Echt schade. Okay. Dann mache ich mich jetzt auf Richtung Vögel. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, dass man Keldeo wahrscheinlich nicht fangen kann? Tja, ich lag falsch. Man kann es nämlich doch fangen. Und zwar müsst ihr hier rüberfliegen zum Dünerbaum. Das ist ganz unten auf der Karte. Und dann fährt ihr nämlich hier lang. Denn hier kann man runter. Hier gibt es auch so ein paar Brunnen, kann man schön dran gehen. Hier gibt es auch ein paar Wasser-Pokémon, wie auch immer. Das ist aber egal. Wo wir hin wollen, ist diese Insel dort. Ihr seht sie auch schon. Mit diesen zwei Bäumen. Und da ist eigentlich nichts. Sehr leer. Warum wollen wir hier hin? Nun, das Ding ist, hier gibt es einmal unsichtbare Items, cool. Das war nicht das Ding. Sondern hier hinten, seht ihr schon, gibt es einen Topf. Und neben dem Topf sind hier Fußspuren. Ein vergleichbarer Anhaltspunkt ist hier noch nicht untergekommen. So, und der Topf, mit dem kann ich nicht interagieren, da macht gar nichts.
So, und was soll das alles heißen? Ihr stellt euch einfach hier neben den Topf, neben der Spur, müsst dafür Kobalium, Terrakium und Viridium im Team besitzen. Geht auf Pokécamping. So, und dann müsst ihr einfach irgendwas kochen. Es ist eigentlich egal was. Ihr müsst einfach, ich habe gerade den Knopf gesucht, ihr müsst einfach irgendwas kochen, was ihr wollt. Es ist so egal. Hier ein Luxusapfel, passt schon. Dann machen wir eine Seetangbeere, das passt. Das war's. Einfach kochen, ihr müsst auch nicht gut sein im Minigame. Wir müssen einfach irgendein Curry kochen. Es ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass ihr... Ich mache das mal, das Minispiel, weil ich habe das bisher noch nie, glaube ich, im Let's Play richtig gut geschafft. Und mittlerweile kann ich es viel besser. Also nicht perfekt, ich bin immer noch scheiße im Minigame, weil ich bin viel besser als früher. Immerhin bin ich besser. Aber gut, es wird sowieso nicht gut, weil ich fast gar keine Zutaten reingetan habe. Ich weiß das immer noch nicht, wie das mit dem Curry-Dex funktioniert. Auf jeden Fall müsst ihr einfach Curry machen. Zusammen mit den drei Musketieren im Team. Und das war's. Dann sollte eigentlich gleich Keldeo einfach random erscheinen. Ist auch sofort in der anderen Form. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Auf jeden Fall diese gute Form. Wo es richtig stark ist. Ja, da haben wir unser Curry. Ob es gut schmeckt, ich weiß es nicht. Das kann er jetzt Besa Flor mal sagen, ob das gut schmeckt. Der ist nämlich ganz oben bei mir auf der Party. Muss natürlich. Das bin ich. Apfelcurry. Und schmeckt's? Oh, ziemlich gut sogar. Cool. Ja gut, ich habe ein bisschen reingespammt. So, und nun einfach raus. Pokécamping aufhören. Ja, ja. Ah, die paar XP, die sind egal. Und jetzt erscheint Keldeo. Aus dem Nichts. Und das mache ich mit dieser anderen Form. Das ist die stärkere Form direkt. Ja, so einfach kommt ihr zu Keldeo. Das ist übrigens das erste Mal, dass man ein... Keldeo ist ein Mythical-Pokémon. Also ein sehr besonderes Pokémon, was man überhaupt nicht braucht. Also Mythicals braucht man halt nicht für den Pokédex und so. Sind halt besondere Pokémon. Und Keldeo ist tatsächlich eins davon, auch wenn ich jetzt immer als das vierte verlassene Teammitglied von den Musketieren angesehen habe. Leider bin ich sehr effektiv, merke ich gerade. Das ist nicht so gut bei so einem hohen Level. Schön, dass aber auch schon steht, was, ob mit wem ich effektiv bin, bin ich. Das ist schön. Ich weiß nicht, wer stärker ist. Sonst, versuche ich einfach mal mit Lasho King Schlammvogel. Wird schon schief gehen. Ja, und dann habt ihr in dieser Folge gesehen, wie ihr alle Musketiere kriegt. Und in der nächsten Folge zeige ich euch dann, wie ihr alle Vögel bekommt. Ja, ich habe nämlich schon in der Aufnahme, wo ich gerade Keldeo fange, habe ich schon fast alle Vögel. Ja, ich nehme das so hin und her auf. Aber ich werde da schon richtig schneiden. Bestimmt. Ich wollte nur nicht alle Vögel und Musketiere in einem Video haben. Warum fange ich eigentlich schon direkt? Obwohl, klappt eigentlich ziemlich gut. Zweimal ohne angreifen, ja, super. Ist auch ein sehr starkes Pokémon. Keldeo. Also ich hatte halt nie wirklich Erfahrung mit Keldeo, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist mir sympathisch, aber ich, keine Ahnung. Ich habe nichts zu Keldeo zu sagen. Das ist einfach so ein Mythical, das kam mal und das ist mal existiert worden. Ja. Gab es, glaube ich, auch einen Film zu. Und ja. Ich werde übrigens, nachdem die nächste Folge draußen ist, jawohl, nachdem, auf jeden Fall demnächst streame ich hin und wieder mal ein bisschen auf Twitch ein paar Dino Raids. Denn die sind auch sehr interessant, weil man da sehr gut Shinies bekommen kann. Nicht nur von den Legis, sondern allgemein von den Pokémon, die da sind. Und das ist ja nice, natürlich. So, ich packe jetzt Besa Flor rein, er sollte das eigentlich überleben. Keldeo ist nämlich, soweit ich weiß, oh, jetzt lass mich lügen, Wasser. Stahl? Nee, nicht Stahl. Keine Ahnung. Wasser auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich.
Bei manchen, bei vielen Pokémon weiß ich auswendig den Typen, aber bei manchen habe ich immer noch meine Struggle. Keldeo zum Beispiel, immer noch meine Struggle mit. Und ich habe nachgeguckt. Kobalium ist nicht Wasser. Was macht er dann auf dem Eisbrocken? Naja, egal. Wie kann es eigentlich sein, dass jetzt das Fangen viel schlechter läuft als vorher, wenn ich es doch gerade geschwächt habe und vorher es doch früh war? Can you please go into my Pokeball? Lololol. Bleiben Sie drin. Ja, das ist so nice. Nein, das ist nicht nice. Du sollst drinne bleiben, Mann. Du hast mich gleich sonst gekillt. I don't want to be gekillt. Das ist nicht so toll. Lololololol. Würdest du etwa deine Gefährten umbringen wollen, hä? Ja, Viridium? Deine beste Freundin, willst du das? Er wackelt einmal, er ist sich nicht sicher. Oh, Mystischwert ist so scheiße stark. Aber gut. Keldeo ist auch so ein Mythical, damit kann man was anfangen. Es gibt ja so Mythicals, da finde ich, die sind ein bisschen noch zu schwach. Mew oder Celebi oder Girachi. Manapfi, Fiole vor allem. Das sind so Mythicals, keine Ahnung, bei denen habe ich immer das Gefühl, dass sie gar nicht so gut sind. Aber vielleicht benutze ich auch einfach falsch, das kann gut sein. Dass ich sie einfach falsch benutze. Vielleicht sind die eigentlich richtig gut. Aber keine Ahnung. So, jetzt hat er Hydro-Pumpe eingesetzt, jetzt muss er eine Runde warten, oder? War das nicht die Attacke? Doch, Hydro-Pumpe war auch die Attacke, wo er eine Runde warten muss. Nicht? Nicht, okay. Vielleicht falsche Gen. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es irgendein Spiel so war. So, Keldeo, könntest du bitte in den Wald bleiben? Die Folge soll jetzt nicht 20 Stunden sein. Na gut, ist mir eigentlich egal, wie lange die Folgen werden, diese und nächste Folge. So lange, wie ich brauche. Genauso wie, wenn ich die Regis fange. Kann aber auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis die übernächste Folge kommt. Werde ich aber auch noch in der nächsten Folge erläutern. Nein! Dreimal, das gibt's doch nicht! Jagdoklinge! Oh, toll. Ich verliere gerade. Das ist nicht toll. Mein Gott. Keldeo. Siehst zwar fabulous aus, aber du musst jetzt in den Ball. Kannst in der Box weiter fabulous bleiben. Ich meine natürlich im Team. Du kannst gerne mit uns kämpfen. Ja, du verschmolzt nicht in der, Box. Obwohl doch, du kriegst in die Box, für immer. Aber du kommst ja in der Box zum Poké-Resort. Also sollte es doch kein Problem sein, oder? Komm schon. So, wenn jetzt mein Corona-One-Shot ist, dann habe ich ein kleines Problem. Ja, dann bin ich nämlich Game Over. Und ich bin in dem Spiel noch nicht Game Over gegangen. Und das soll auch so bleiben. Schnell das Spiel ausmachen. Komm schon, jetzt bleib im Ball. Es ist zwar ein Mythical. Oh, es hat keine Wirkung. Nice. Es ist zwar ein Mythical, aber ich werde jetzt nicht meinen Meisterball dafür verwenden. Auch wenn es mich langsam richtig aufregt. Bleib drin! Der trollt doch! Der trollt doch! Der trollt. Auf jeden Fall. Diese Hydro-Pumpe hat das Damage gemacht. Oh, actually schon. Scheiße. Ach komm, jetzt bleib einfach drin, okay? Jetzt bleib im Ball! Eins. Du nervst! Geiles Gameplay, oder Leute? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses richtig spannende Keldeo-Fang-Gameplay gefällt. Und wie habt ihr euer Keldeo gefangen? First try? Tja, ich brauche 100 Bälle. Ach, und deshalb ist das so stark, weil der Schwerttanz die ganze Zeit gespammt hat vorher. Okay, hab ich nicht gecheckt. Bleib doch einfach drin. Ich kann nichts anderes machen. Bleib drin, Mann!
Was mache ich falsch? Es gibt nichts, was ich falsch mache. Aber seine AP ging gleich aus, ne? Das ist kacke. Er schlägt sich gleich selbst. Merkt er gerade und... Mist! Bleib drin! Bleib doch endlich drin, Mann, das ist lächerlich. Du machst hier einen großen Zirkus aus der Kacksituation. Du Huhn. Bleib jetzt drin. Was bist du eigentlich? Bist ein Reh, oder? Oder? Ist das ein Reh? Ich würde schon sagen, das ist ein Reh. Irgendwie sowas wird schon sein. Ich check gar nichts mehr. Seine AP geht übrigens gerade aus. Das ist ja knapp. Bleib drin. Da! Da kommt die Facecam. Bei Rages. Komm, es ist lächerlich. Ich kann doch einfach vorspulen, bis ich da bin, wo ich ihn gefangen habe. Ich finde es übrigens sehr schade, dass sie nicht mal ein eigenes Team bekommen haben. Beziehungsweise das alte Theme vom DS nicht zurückbekommen haben. Ich meine, die Regis haben es bekommen. Die Vögel haben sogar ein komplett neues bekommen. Gut, die hatten früher halt keins. Na, okay. Nein. Haben das von Mewtwo geteilt, nichts XY. Ja. Wir haben hier nicht mal das vom DS zurückbekommen. Nicht mal das. Schon schade. Und da geht's los mit dem Verzweifler. Wenn's jetzt nicht drin ist, bin ich tot. Das war's. Jetzt setzt Verzweifler ein und das war's. Bye bye. Warum muss es eigentlich ausgerechnet jetzt hageln?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist drin. Oh, finally. Oh, ich saß so scheiße lang an dem Ding. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenschneiden werde, aber oh Gott, hat das lang gedauert. Und warum guckt er so? Alter, das hat viel zu lang gedauert. Aber damit habt ihr gesehen, ihr könnt Keldeo auch fangen. Damit kann man alle 4 von denen fangen insgesamt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Galavögel fangen. Haut rein!